Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Metroid Fusion. Ich bin euer Mammut und wir haben jetzt unsere letzte Mission erhalten, in der wir die Station auf Kollisionskurs mit dem Planeten schicken sollen und von der Station flüchten sollen. Natürlich wird dies nicht ganz so einfach passieren, ne? Wir werden da sicherlich noch dem einen oder anderen Gegner begegnen müssen. Einfach mal abwarten. Dann haben wir hier den ganzen Fahrstuhl hinauf, den nächsten Fahrstuhl, wo es hier gibt. So, wir müssen jetzt hier hoch, nach da ganz oben zu diesem Raum. Und dann gucken wir mal. Durch wieder. Ist alles gar kein Problem. Durch? Nein, wir müssen noch weiter nach unten. Mit dem Navigationsterminal müssen wir nicht sprechen, Gott sei Dank. Genervt. Ernsthaft. Genervt richtig. Jetzt möchte ich da hoch. Hier. Wir legen hier mal eine Superbombe hin. Und wir hier rechts nochmal in den Raum reingehen können, weil da waren wir noch nicht. Und siehe da, es gibt hier ein Powerbank-Upgrade. Irgendwo hier versteckt. Versteckt in den ganzen. Frag dich nur wo. Nee. Da rein, jetzt hier hoch und da runter und siehe da. Da ist es. Und jetzt. Da raus. Gut. Hätten wir auch geklärt. Wieso können wir hier nicht den Fahrstuhl nehmen? Das wäre doch die einfache Methode gewesen. Müssen wir uns jetzt extra anwenden. Achso, hier müssen wir gar nicht lang. Okay, ja, Entschuldigung. Wir müssen hier gar nicht lang, müssen wir da durch, ne? Ja. Wir sichern hier mal kurz beim Speicherraum ab. Lieber einmal mehr speichern. Sicher ist sicher. So. Auch nirgendwo mehr Gegner, alle weg, alle verkauft bei eBay. Ja, wir haben Gegner verkauft bei eBay, ja. Aber nicht so viel gebracht. Außer schlechte Bewertung. So, jetzt gehen wir hier jetzt aber hoch. Hier haben wir jetzt einen funktionierenden Fahrstuhl. So, da gehen wir durch. Und hier hat sich jetzt die Tür geschlossen. Das ist natürlich weniger gut. Ich weiß auch, was gleich passieren wird. Das ist hier rechts lang bestimmt, ne? Okay. Hier auch nicht. Ach ja. Wir sind jetzt quasi eingesperrt. Wir haben keinerlei Möglichkeit, hier aus diesem Raum zu kommen. Zumindest weiß ich jetzt nicht wo. Ich weiß aber auch, was hier gleich passieren wird. Ja, da ist es nämlich. Das SAX. Okay. Das war. Es gab hier irgendwo mal einen Trick, wie man den besiegt. Definitiv. Frage ist nur, wie ging dieser Trick? So nicht. Okay, dann laden wir nochmal neu. Konnte es mal, dass ich mich da unten einfach hinstellen konnte und dann ist er da immer vorbeigesprungen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das geht. Aber ist ja auch egal. Wir müssen
ihn hier trotzdem irgendwie besiegen. Aber nicht so. Kann ich jetzt auch einfach gegen ihn springen? Nein. Ja doch, das macht ihn auch Schaden. Okay. Aber mich auch. Verdammt. Wir müssen immer Charge Beam und aufladen und so. Nicht so. Nee. Ich glaube, wir laden nochmal neu. Dann komm runter hier. Na, es löst sich schon fast auf. Nein, ich möchte nicht getroffen werden. Nein, noch nicht so. Nein. Ja, ausweichen ist nicht so meine Stärke in dem Spiel, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir müssen nochmal neu laden, weil ich weiß, es hat eine zweite Phase und die ist ziemlich gemein. Wir sollten nicht da abspeichern, wo es uns anspringt. Nein. Das haben wir noch nicht besiegt. Nein, auch nicht. Nein. 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 Es löst sich immer mehr auf mit jedem Treffer, den wir landen. Wahrscheinlich, wenn das Ding ein Charge-Spiel machen würde, würde es uns ziemlich schnell bewegen, besiegen und dann mutiert es gerade zu seiner finalen Phase. Ah, stimmt, war das vielleicht hier mit der... Nein. Wir laden hier einfach immer den Charge-Spiel auf und treffen es dann. Das ist wahrscheinlich die einfachere Variante, als wenn wir hier mit den Missiles hantieren würden. Oh, das war's schon? Das kann ich gar nicht glauben. Mein Gott. Ich dachte, das hätte jetzt auch so 350.000 Phasen wie Ridley. Aber dann halt nicht. Gar kein Problem. Und sieht so aus, als bekämen wir dann hier endlich den Ice Beam. Ja. Den ultimativen Beam. Und das Ganze war ja weniger schlimm, als ich gedacht hatte. Ich war noch hier hoch und es fliegt davon. Verdammt. Also kriegen wir das noch nicht. Dann gehen wir jetzt aber auf jeden Fall hier hoch und in diesen Raum rein. Moment. Erstmal gehen wir nach unten. Aber ich weiß nicht, was gleich passiert. Wenn wir natürlich eine Selbstzerstörung einleiten, dann kann es natürlich auch vorkommen, dass wir ein Countdown bekommen, in dem wir dann schnell zum Schiff müssen. Und wieso habe ich hier jetzt keine Möglichkeit, mich zu regenerieren? Wollte mich ärgern. Naja, egal. Dann sind wir jetzt hier auf der Brücke. Und hier Umlaufbahn abgeändert. 3 Minuten bis zum Aufprall. Jetzt wird spannend. Ja. Ab durch die Tür. Möglichst schnell zum Schiff. Geh runter, so. Meine Güte. So, auf die Karte gucken, wo ich lang muss. Da runter, okay. Dann machen wir das mal. Bitte ein bisschen schneller, danke. Auf zum Schiff, auf zum Schiff. Da kann ich nicht lang. Warum kann ich da nicht lang? Ich muss da lang. Halt nicht, dann gehen wir halt hier lang. Hier nochmal kurz versuchen, rechts in den Regenerationsraum zu kommen. So viel Zeit muss jetzt mal sein. Ja, okay. So viel dazu.
jetzt müssen wir irgendwie da reinkommen. Frage ist nur wie. Na los, mach auf hier. So, nun hier durch. Oh nein, das war der falsche Weg zum Schiff. Nein! Laden. Ich habe gerade den Bossraum da mit dem Schiff verwechselt. Oh Mann. Das war ein Fail von mir, ja. Also wären wir auf jeden Fall bald draufgegangen, hätte ich keinen Zwischenspeicherpunkt gemacht. Das passiert, wenn meine Karte nicht richtig liest. Ich habe schon viel zu wenig Zeit. Ja, durch die Plattform konnten wir jetzt einfach durchspringen, dank unserer tollen Fähigkeit. So, und hier ist jetzt auch schon alles zerstört und hier ist so ein Ei. Und nun müssen wir mal gucken, wie wir das Ding zerstören können. So schon mal nicht. So auch nicht. Wir sind fast tot. Das ist natürlich kacke. Und da kommt jetzt dieser Virus angeflogen, das SAX. Es kämpft gegen das Metroid. Ja, es ist eine mutierte Form von Metroid. Und es haut es mit einem Schlag tot. Ja, super. Ich brauche dafür etwas mehr. So, jetzt habe ich ein Vapia Suite, also die Dings von dem Metroid bekommen. Und von dem SAX meine ich. Und damit kann ich das jetzt besiegen oder was? Auf jeden Fall bin ich nach jedem Schlag hier immer ziemlich defekt. Ah, ich muss da reinschießen in den Brustkorb. Okay. So, dann laden wir nochmal kurz neu. Wir gehen hier halb tot. Aber sonst hatten wir zu wenig Zeit. Dann kommt hier das SAX nochmal angeflogen. Schießt da nochmal drauf. Ist das ein Feind? Und dann sacken wir das schnell ein. Und dann müssen wir jetzt da reinschießen und posten. Mit möglichst vielen Charge Beams. Und wir haben keine Chance, da diesen Angriff von dem auszuweichen. Das ist natürlich doof. Und treffen können wir auch nicht den Brustkorb. Und da weicht es gerade zurück. Es ändert seine Farbe. Oh mein Gott, es kommt immer näher. Nein! Jetzt mach doch endlich. Nein, 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 nein. Nicht mich krallen, ja. Wo sind wir denn hier? Weich zurück, du blödes, böses Vieh. Nochmal Farbe verändert. Na los, weich hier zurück, Monster. Oh Gott. Geh tot. Nein. Oh, Kacke. Geh einfach tot. Geh tot, geh tot, geh tot. Nein, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Verdammt doch mal, steh auf. Und jetzt darf man ein paar Mal reintreffen. Ohne treffen zu lassen. Und es blinkt, es blinkt, es blinkt, es blinkt, es blinkt, es blinkt. Es ist vernichtet. Puh, das war schon knapp. Jetzt viel zu wenig Energiepaketen, als ein normaler Spieler es hätte. Jetzt reisen wir hier in das Raumschiff hinein. Da hinten sieht man schon den Planeten, auf das die Station gleich kollidieren wird. Und boom, hat's gemacht. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft.
Ich weiß noch, damals, als ich es das erste Mal durchgespielt habe, hatte ich mehr Energietanks. Eine strategische Meisterleistung. Der Geist von Adam Malkovich steht selbst nach seinem Tod noch zu Diensten. Bis heute wusste ich nichts davon, dass die Persönlichkeit von Befehlshabern und Forschern in Netzwerke eingespeist wurden. Unser jüngstes Aufeinandertreffen hat das zivilisierte Universum vor dem Niedergang bewahrt. Doch wie werden die Bewohner dieser Galaxie unseren Entschluss bewerten? Ich bezweifle, dass sie verstehen werden, was wir taten. Das bezweifle ich auch. Welche Bedrohungen wir in letzter Sekunde abwenden konnten, stattdessen wird es endlose Gerichtsverhandlungen und Untersuchungen geben. Und man wird uns dafür verantwortlich machen. Adam wusste das. Während ich versuchte, meine Wut zu bändigen, sprach er zu mir. Mach dir keine Sorgen. Jemand wird es verstehen. Es wird einen Menschen geben, der das alles versteht. Ich habe über seine Worte nachgedacht und ich begreife, welche Weisheit in ihnen steckt. Wir alle sind Gefangene der Erfahrungen, die wir bislang sammelten. Sie definieren die Grenzen unseres Bewusstseins. Doch es liegt in der menschlichen Natur, letztendlich die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Adam hat mich das gelehrt. Doch eine Kleinigkeit lässt mir nach wie vor keine Ruhe. Dieses Schiff lässt sich nur manuell starten. Doch noch bevor ich dem Omega-Metroid begegnete, ist es aus dem Hangar geflohen. Jemand muss es gesteuert haben. Kann es sein, dass Adam... Lady, was grübelst du? Fragst du dich, wie ich das Schiff starten konnte? Du hast keinen blassen Schimmer. Was? Unsere neuen Besatzungsmitglieder gingen mir zur Hand. Ja, man denke zurück an die paar kleinen Tierchen, die wir befreit haben, die jetzt da seelenruhig schlafen. Ja, und das war's quasi mit dem Ende von meinem Let's Play von Metroid Fusion. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, ja, dann hat es euch halt nicht gefallen, seltsamerweise. Ja, also schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, mich würde es interessieren, inwieweit es euch gefallen hat. Ist klar, ne, meine Vorlesestrategie ist nicht unbedingt die beste und könnte man definitiv besser machen, das ist mir klar. Aber auch sonstige Kritikpunkte, die ihr mir erzählen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Schreibt sonst noch irgendwas in die Kommentare, schreibt irgendwas in die Kommentare, irgendwas, was euch gerade einfällt. Nein, schreibt jetzt nicht dahin irgendwas, was mir gerade einfällt oder sowas. Nein, schreibt wirklich etwas dahin, was euch bekümmert, zu meinem Let's Play, was für weitere Let's Plays ich machen soll, was ihr wünscht, was ich mache. Und ja, ich brauche halt ein paar Anregungen, was ich so dem nächsten Let's Playen soll, weil mir gehen schon so langsam die Ideen aus. Ja, und deshalb bin ich auf euch angewiesen. Macht mir Vorschläge, was man so machen könnte. Und dann gucke ich mal, inwieweit ich das in die Realität umsetzen kann. Gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich auch und wünsche allen, die hier das angeguckt haben, noch einen schönen Tag und noch viel Spaß auf YouTube und hoffe, wir sehen uns dann auch bei meinem nächsten Let's Play. Bis dahin, auf Wiedersehen, euer Mammut. Hier nochmal kurz, ne, da seht ihr, wie kacke ich war, da ich viel zu
lange gebraucht habe und gerade mal die Hälfte aller Items gefunden habe. Gut, das war's jetzt aber auch.